Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Im Gesundheitsbereich ist einiges im Argen und ich habe einen Gast bei mir, die möchte gerne eine Stiftung gründen oder ist dabei, eine Stiftung zu gründen, die Möglichkeiten eröffnet, die man normal im Gesundheitswesen nicht hat. Birgit Massimo ist bei mir. Habe ich das so richtig dargestellt, Birgit? Ja, ist richtig. Was, also wie weit seid ihr und was kann eine Stiftung machen, was sonst nicht so? Also es ist so, dass wir in Gründung sind, eine Stiftung für Heilung und Gesundheit. Und diese Stiftung hat einen ganz besonderen Zweck. Sie wird für Personen da sein, die sich Naturheilkunde, das heißt Behandlung in der Naturheilkunde, in der geistigen Heilung, auch in der Informationsmedizin, das heißt also die ganzheitliche Heilung, in der sich das Personen nicht selbst finanzieren können, das heißt aber in besonderen Fällen eben nicht selbst finanzieren können. Zum anderen ist diese Stiftung auch gedacht für Personen, die ja ein Studium in der Naturheilkunde machen möchten, aber eben durch den Staat, wissen wir ja, diese finanziellen Mittel nicht zur Verfügung gestellt bekommen und darüber eben Hilfe erhalten und bei uns eben einen Antrag stellen können für Förderungen. Mhm. Ja, und ein weiterer Zweck dieser Stiftung ist auch, dass wir Forschungsaufträge vergeben dürfen für die ganzheitliche Heilung an Universitäten. Also diese drei Zwecke ist etwas schon Besonderes, vor allem auch was die Behandlung betrifft. Da Behandlungen in Stiftungen, so wie wir sie aufgebaut haben, das heißt also unsere Stiftung ist so vorweg vom Finanzamt genehmigt, als gemeinnützig anerkannt, dass eben solche Behandlungen dürfen normalerweise in solchen Stiftungen nicht übernommen werden. Aber da das eben ein großes Problem ist für viele Menschen, die eben nicht diese finanziellen Mittel haben, wird hier wirklich Hilfe gebraucht. Und wir möchten damit auch, also außer dass wir diese Hilfe geben, auch eine Basis gründen für die Naturheilkunde, ja, für die ganzheitliche Heilung. Ja? Da ist ja vieles, was immer mehr quasi in Vergessenheit gerät an Wissen, gerade ob das jetzt Kräuter sind und auch im Rahmen der EU und Codex Alimentarius ist ja so ein Stichwort, wo geplant ist oder auch schon läuft, sehr vieles, was Jahrhunderte oder Jahrtausende lang funktioniert hat, auf einmal dann als, ja, das ist nicht getestet, das ist nicht sicher, das ist nicht, das ist zweifelhaft, dass das auch die Informationen darüber schon schwierig werden, überhaupt Kräuterbücher verschwinden. Ist das auch etwas, wo ihr merkt, ihr habt da im Grunde, ihr legt euch an mit bestimmten Interessengruppen? Ja, genau, und das ist auch das Stichwort. Also wir möchten uns natürlich nicht anlegen, sondern ich möchte durch diese Basis, die geschaffen werden soll, zeigen, dass man auch zusammenarbeiten kann. Mhm. Ja? Also auch eben, das heißt mit Ärzten, mit Wissenschaftlern, mit Heilpraktikern, mit Heilern und dieses Wissen, was da ja auch schon lange vorhanden ist, über, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Kräuter oder Homöopathie oder eben die gesamte Naturheilkunde oder Informationsmedizin. Es gibt viele wissenschaftliche Belege dafür, also das weiß ich nun, da ich auch im regen Austausch mit Wissenschaftlern bin, nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen Ländern über Universitäten. Und hier ist es auch jetzt geplant, dass wir solche Publikationen jetzt austauschen und ob wir die auch über unsere Internetseite, die wir haben, auch zur Veröffentlichung stellen, sodass man bestimmte Dinge auch selbst nachlesen kann. Und damit ist natürlich auch gezeigt, also dass eben da schon natürlich ganz viel hintersteht. Das heißt also auch eben auch Kräuter, ja, heilen können und eben nicht immer nur der Zugriff ist auf die chemischen Arzneimittel. Und aber vielleicht auch wird damit etwas bewegt, zu zeigen, wenn so eine, sag ich mal, eine Plattform gebildet wird, auf die viele zugreifen können, werden auch viel mehr Menschen darüber sprechen. Ja. Und darüber kann natürlich dann auch gezeigt werden, welche Möglichkeiten wir noch haben, uns zu heilen. Ich zeig mal den Flyer, den du mir gegeben hast, eigentlich ein schönes Logo auch mit der Blume des Lebens und da ist ein Mensch drin, der eigentlich auch sehr so eine Bewegung macht, die sehr lebendig wirkt und so ein Energiefeld auch drumherum hat. Vielleicht kann man, das waren mehrere Wochen Arbeit. Ja, es ist sehr viel drin eigentlich. Genau. Erzähl ein bisschen was dazu. Ist das absichtlich, dass dieses Energiefeld um den Menschen da drum zu sehen ist? Ja, richtig. Also dieses ist unser Symbol für unsere Stiftung.
Und dieses Symbol, wie du auch gesagt hast im Hintergrund, ja, die Blume des Lebens, also natürlich unser Leben, ja, wie wir vernetzt sind. Jetzt kommt natürlich noch ein bisschen auch was anderes hinzu, da ich ja selbst als geistige Heilerin tätig bin, auch eine Freigabe habe über das Gesundheitsamt in dem Bereich, in dem ich lebe und auch über die Bezirksregierung in Braunschweig. Es ist so, dass ich als geistige Heilerin natürlich mit vielen Menschen zu tun habe, auch Energiefelder für mich sichtbar sind, unter anderem auch eben so eine Struktur. Und daher fand ich es ganz wichtig, dass diese Blume des Lebens auch sichtbar ist für dieses Symbol, was für Heilung auch für uns steht, weil das eben diese Lebendigkeit ist. Ja? Mhm. Und dieser Mensch, ob männlich oder weiblich, völlig jetzt hier gar nicht als Gewicht, sondern eben wirklich nur als Mensch, aber eben mit dieser hellen Aura drumherum, das heißt, das, was wir ausstrahlen, das Licht, was wir in uns tragen, kann auch nach außen strahlen, sodass wir auch zeigen können, ja, wie können wir uns denn bewegen, wie fröhlich kann ich mich denn fühlen, ja, und was brauche ich oder wen kann ich dazu animieren, mich auch so zu fühlen, und wer hat Lust, das ganze Projekt überhaupt in diesem ganzen Sinne mit zu unterstützen, sodass wir auch alle miteinander, so wie wir hier in der Blume des Lebens verbunden sind, dass wir alle miteinander fühlen, wie wir vernetzt sind. Du hast eben gesagt, du bist geistige Heilerin. Wie ist das denn, die Situation für geistige Heiler in Deutschland? Gibt es da eine offizielle Anerkennung auch, dass, oder ist das sehr schwierig, sich da überhaupt zu etablieren? Denn ich weiß, in England ist es sehr viel verbreiteter, da gibt es sehr viel anerkannter auch offiziell, ja, glaube ich. Wie ist das in Deutschland? Ja, es ist in Deutschland, ist ja der geistige Heiler seit einigen Jahren, seit 2003, 2004, auf öffentliche anerkannt. Das heißt also, man kann natürlich als geistiger Heiler tätig sein. Es ist aber noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir arbeiten mit Krankenhäusern tatsächlich tagtäglich zusammen. Das ist noch eine Barriere, die noch eigentlich gelöst werden könnte, ja. Mhm. Aber als geistiger Heiler zu arbeiten, heißt natürlich auch, so wie wir hier in Deutschland leben, da gibt es Richtlinien, also wie beim Heilpraktiker, wie beim Arzt, die dabei zu beachten sind. Was ganz wichtig ist und natürlich auch, natürlich auch das, was möchte ich da machen als geistiger Heiler, ist ja, das ist ein ganz breites Gebiet. Wenn ich jetzt so arbeiten möchte, wirklich nur mit meinem Geist arbeite, dann finde ich, braucht es schon eine große Verantwortung und viel Erfahrung, weil die Menschen, die zu einem kommen, kommen mit den größten Problemen und sie möchten nicht, sie können ja auch gar nicht tagtäglich oder wöchentlich kommen, sondern sie brauchen wirklich richtig Hilfe. Das heißt, das, was ich dann auch weitergebe oder auch andere geistige Heiler weitergeben, sollte auch wirklich das sein, was wirklich weiterträgt, was auch zur Heilung führt und nicht abhängig macht. Also ich versuche auch immer den Menschen das weiterzugeben, dass sie sich ganz frei bewegen können und so viel wie möglich mitzugeben, auch wenn sie viele Fragen haben oder ein Wissen mitzugeben. Und eben natürlich ist ja auch ganz wichtig, auch mal anzuzeigen, ja, in welcher Verantwortung steht denn die einzelne Person wirklich mit ihrem, ja, mit ihrer Erkrankung oder mit ihren Belangen, ja, weshalb sie kommen. Es gibt ja die Aussage, dass eigentlich jeder sich nur selber heilen kann, wir das aber meistens delegieren auf einen Arzt oder auf irgendwelche Medikamente oder ein Gesundheitswesen, weil wir uns so sehr getrennt haben von uns, von dem eigenen Empfinden, was ist, und wir wissen, dass der Placebo-Effekt zum Beispiel ja wirkt. Das heißt, wir glauben, dass der Arzt mir jetzt eine Tablette verschrieben hat, die mir hilft. Und wenn ich dem Arzt vertraue, dann hilft sie auch, obwohl da gar kein Wirkstoff drin ist. Das heißt, dieser Glaube spielt eine ganz wichtige Rolle. Ist das in der geistigen Heilung so, dass auch der zu dir kommt, dann natürlich auch erstmal glauben muss, dass das überhaupt funktioniert? Oder wie läuft das? Oder kann jeder kommen, und auch wenn er Zweifel hat? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, die meisten würden sagen, man muss dran glauben. Ich kann jetzt von meiner Seite sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich dran glaube, was ich mache. Und damit weiß ich auch, was ich damit auch ausrichte. Natürlich heilen wir uns alle selbst. Aber damit, wenn ich dran glaube, übertrage ich dieses natürlich auch mit. Ja, ja. Und setze damit auch etwas in Gang, was ich auch damit möchte. Das heißt, was ist denn einfacher, als daran zu glauben?
Das ist das Einfachste, was wir haben können und womit wir uns selbst heilen können, ja. Ja, aber es ist eben scheinbar nicht so einfach. Mhm. Wir delegieren diesen Glauben lieber und vertrauen lieber jemand, der sich damit auskennt sozusagen. Mhm. Es gibt da nicht nur Placebo-Tabletten, es gibt da Operationen, die gar nicht gemacht werden, sondern nur so getan als ob. Und die tatsächlich wirklich physische, also mechanische Dinge am Kniegelenk zum Beispiel, die werden besser, obwohl gar keine Operation stattgefunden hat, aber die Leute glauben es und es wird dann wirklich genauso besser ohne die Nebenwirkungen. Das ist ja ganz erstaunlich. Das zeigt eben, dass wir unseren Glauben manchmal auch austricksen müssen. Also es würde im Endeffekt bedeuten, ich könnte selber entscheiden, dass mein Knie jetzt besser wird, wenn ich den starken Glauben habe. Aber ich glaube eher der Arzt und die ganze die Operation und so, die können das besser. Also glaube ich, die haben das jetzt gemacht und dann wird es auch besser. Mhm. Anstatt, dass ich selber sage, ich glaube, das wird jetzt besser. Natürlich, richtig. Das ist das Entscheidende darin. Ja? Möchte ich das annehmen? Möchte ich in die Heilung gehen? Oder bin ich noch nicht so weit, dass ich dieses Thema noch brauche? Oder eben vielleicht manche Menschen streiten das nicht nur ab, sondern manche haben auch Angst davor, wer weiß, was das für eine Energie ist, was kann da passieren, ja. Mhm. Daran liegt es manchmal auch eben nicht daran, glauben zu können oder es nicht zu schaffen. Und da hilft es vielleicht, sich mal zu informieren. Vielleicht gibt es bestimmte Gruppen und Verbände, die man sich informieren kann. Aber genau das ist auch das Thema, wo wir darauf hinaus möchten, dass eben solche Erfahrungen auch bekannt werden, auch etwas, was man belegen kann damit, ja, oder auch wie man sich austauschen kann untereinander und eben aber auch welche einfachen Möglichkeiten helfen können. Und das kann man ja nur wissen, wenn man es ausprobiert. Das heißt, wenn ich mich natürlich sperre, kann ich jetzt nicht wirklich wissen, geht es oder nicht. Also ich muss schon mal schauen, okay, es gibt noch Alternativen, also vielleicht ist es für mich leichter, ich spreche mal einfach an, eine Akupunkturbehandlung anzunehmen, statt zu sagen, ich habe jetzt schwere Medikamente, um meine Schmerzen einfach stillzulegen. Ne? Wie wir ja nur alle wissen, bei Schmerzen, wenn sie stillgelegt werden, es sind die Symptome, wir haben ja nicht damit die Ursache behoben. Ja, ja, also die Symptome werden stillgelegt und leider ist es oft dann so, dass natürlich die Symptome sich hinterher verstärken oder sich einfach nur verlagern und eben. Weil die Schmerzen ja eigentlich nur das Notsignal sind, ne? Die Warnleuchte sozusagen. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ich denke, das spielt auch eine gewisse Rolle, was der Einzelne jetzt für einen Eindruck hat von jemandem. Ob das jetzt eine Institution ist, eine Klinik oder was, wo man sagt, ach, das muss ja gut sein, da ist ja viel Geld hinter oder so. Oder man vertraut tatsächlich irgendwie so einem. Irgendjemand, der Hand auflegt oder so, ein altes Mütterchen, wenn man selber das Vertrauen hat, also der Eindruck ist wichtig, welchen Eindruck habe ich und dann kann natürlich so ein Eindruck von so einer Stiftung, dass da einfach was ist, was sich etabliert, das ist ja noch in dem Prozess, dass es sich etabliert, aber der kann dann natürlich auch schon sehr mächtig sein, dass man sagt, das ist nicht nur einfach so ein paar Spinner, sondern das ist eine Stiftung und die da sind vernünftige Leute drin. Mhm. Wie weit seid ihr denn jetzt mit der Stiftung? Mhm. Was habt ihr da schon in der Vorarbeit? Also wir sind mit der Stiftung in der Gründungsphase. Wir haben im Sommer gestartet, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, dass wir vorhaben, diese Stiftung zu gründen. Und wir befinden uns jetzt noch in dieser Phase. Das heißt, wir benötigen noch ein Stiftungskapital. Es gibt also eine bestimmte Gründungssumme von 50.000 Euro, die uns vorgeschrieben ist, um diese Stiftung zu gründen. Mhm. Wir haben weit über die Hälfte dieser Stiftungsgelder bereits jetzt seit dem Sommer erhalten und uns fehlt natürlich noch einiges. Und diesen Antrag, den endgültigen Antrag im Stiftungsamt genehmigt zu bekommen, vorweg ist es so, dass wir unsere Satzung, die wir ausgearbeitet haben, stiftungsfähig erhalten haben vom Stiftungsamt. Das heißt, wir haben diese Zusage, wenn wir diese Satzung einreichen, dass diese Stiftung dann genehmigt ist, sobald wir das Kapital zusammen haben. Ebenso sind wir auch vom Finanzamt in Braunschweig, haben wir auch wir haben es schriftlich erhalten, eine Zustimmung, dass diese Stiftung dann auch gemeinnützig anerkannt ist. Das heißt, Stiftungsgelder, Spendengelder, die für diese Stiftung eingehen, sind steuerlich geltend zu machen. Mhm. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Erfreuliches, weil das in diesem Rahmen mit der geistigen Heilung, mit Behandlungen, mit all diesen ganzen auch Informationsmedizin bisher nach unseren Kenntnissen deutschlandweit das einzige, ich meine sogar, jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ich meine sogar weltweit,
das bisher erste Projekt ist, das das so genehmigt bekommen hat. Und daher ist es natürlich auch ein großes Gewicht, was da drin ist. Das heißt, wir können damit natürlich ganz viel gestalten, auch ganz viel in Gang setzen. Mhm. Wir haben ja auch vor, mit dieser Stiftung auch mit verschiedenen Krankenkassen zusammenzuarbeiten, dass wir mehr in den Austausch kommen, dass eben auch bekannter wird, auch durch die Wissenschaft, auch die Publikationen, die wir erhalten werden. Mhm. Was eben auch belegt ist. Und das ist eben dieser eine Schritt. Also wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir bräuchten jetzt Stiftungsgelder noch und Spendengelder, um dieses ganze Projekt endgültig genehmigt zu bekommen, um dann hoffentlich so schnell wie möglich starten zu können, dass eben keine Zeit mehr verloren geht. Und ja, momentan ist es so, dass wir eine Stiftungsgruppe gegründet haben mit einigen Personen, die uns, also mich und meinen Geschäftsführer Herrn Rottrowe, unterstützen. Aber eben wer uns dann sonst unterstützen möchte, tatkräftig, kann sich gerne an uns wenden. Natürlich mit einer Idee, was jeder so für eine Vorgabe hat oder was jeder meint, was er leisten könnte oder wo man Vernetzung aufbauen könnte, sind wir sehr offen für und kann sich gerne auch an uns wenden. Also das ist das. In dieser Phase befinden wir uns jetzt, dass wir sagen können, das sind jetzt die nächsten Schritte auch. Ja. Also ihr habt schon Vorgespräche geführt mit Behörden, die normalerweise darüber entscheiden wird oder wird nicht. Und ihr sagt, also die sagen sozusagen grünes Licht, sobald ihr das Kapital und die ganzen Voraussetzungen erfüllt habt. Aber es sieht gut aus, oder wie? Ja, also wir haben Gespräche geführt und nicht nur Gespräche, die sind mehr, weniger Gespräche sind es gewesen, denn es waren eher schriftliche Kommunikation. Ja. Und durch diese schriftlichen Anträge, E-Mails, Vorbereitungen, die wir gemacht haben, haben wir diese Nachrichten auch zurückerhalten. Allerdings muss ich dazu auch sagen, fand ich es nicht immer so einfach. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig. Da dieses Vorhaben schon etwas ja, doch Besonderes ist und nicht alltäglich ist. Es ist keine alltägliche Stiftung, die man eben mal so genehmigt in so einem Amt. Mhm. Also es hat schon einige Zeit gedauert. Das heißt, eigentlich hat man uns nahegelegt, ob wir nicht doch lieber aufgeben würden. Mhm. Und wir haben das Öfteren nachgesetzt. Wir haben auch keine wirklichen Gesprächspartner gehabt. Das heißt also, unsere Satzung, die wir ausgearbeitet haben, mussten wir sehr viel Zeit investieren. Wir haben uns über verschiedene Ebenen informiert, was dafür erforderlich ist. Mhm. Denn wirklich konnte uns das nicht jemand wirklich sagen. Also was muss in so einer Satzung stehen, eben auch aus dem besonderen Grund, dass vielleicht uns vielleicht die Zeit hinausgezögert wird. Das heißt, ob wir überhaupt aufgeben würden, so eine Satzung einzureichen. Und ja, aber letztendlich ist es dann doch so gekommen, dass wir Gespräche hatten übers Telefon und uns ein bisschen informieren konnten. Aber das hat sehr lange gedauert. Also wir haben also im Grunde ging es noch recht schnell. Es war ein bisschen über ein Jahr gewesen für diese ganze gesamte Satzung. Mhm. Also auch, obwohl wir Rechtsbeistand hatten, aber da es sehr speziell ist. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Naturheilkunde, wir haben die geistige Heilung, wir haben die Forschung. Ja, und wir möchten Behandlungen finanzieren. Und das ist das Besondere dabei, weil Behandlungen zu finanzieren, gibt es einen anderen Bereich in unserem Land, sage ich mal, die ein Obrecht darauf haben. Mhm. Und nicht eine Stiftung, die gemeinnützig anerkannt ist. Da ist es sehr, sehr schwierig, so etwas genehmigt zu bekommen. Und das war eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen überhaupt. Das ist interessant, ja, weil du es ja angedeutet hast, die haben schon versucht, euch dahin zu bringen, dass ihr sagt, ach, wir geben es doch lieber auf, ja, also mehrmals, entmutigen sozusagen, ja, aber ihr habt nicht aufgegeben und wenn man es dann eben so ordentlich aufarbeitet oder aufbereitet, dann können die irgendwann nicht mehr sagen, nee, das passt uns nicht. Also ihr seid jetzt darüber hinaus oder ja, kann das noch kommen, wenn Geld da ist, dass sie dann sagen, nee, doch. Nein, wir haben es schriftlich, dass wir darüber hinaus sind. Das heißt, wenn diese finanziellen Mittel da sind, haben wir alles so vorbereitet. Also vom Finanzamt haben wir es schon schriftlich, da ist das alles schon soweit geklärt. Und im Stiftungsamt ist es soweit vorbereitet, dass wir wissen, das, was wir einreichen, ist fertig. Und da steht ihm auch nichts mehr im Wege. Also auch also es ist alles startbereit. Uns fehlen wirklich jetzt nur noch diese Gründungsgelder und natürlich Spendengelder, möglichst Spendengelder, damit wir alle Projekte natürlich umsetzen können. Ja.
Und du hast ja gesagt, dass auch der Wunsch ist, dass Leute sich so eine Behandlung nicht leisten können, weil die wird ja von den Krankenkassen wahrscheinlich meistens dann nicht übernommen, dass denen dann geholfen wird. Da muss ja dann auch Geld für vorhanden sein. Also muss auch da immer wieder Geld reinkommen. Aber das meint ihr, das wird fließen oder wie? Also es ist so, dass die Menschen, die sich das finanziell nicht leisten können, ist eher dieser Rahmen, wo es wirkliche Ausnahmen sind. Also es geht jetzt nicht darum, wo jemand sagt, vielleicht, ich bin jetzt seit 2 Jahren arbeitslos, ja, aber ansonsten habe ich ja noch was gespart. Nein, es geht wirklich für diese Personen, die es wirklich, wirklich, richtig, richtig schwer haben, denen es auch gesundheitlich sehr schlecht geht oder wo wir wissen, ja, da ist wirklich ein Schubs reicht eigentlich schon dafür, um etwa ein bisschen mal klar zu kommen, in die Heilung besser reinzukommen. Also sprechen wir es mal einfach an, es geht darum, um mildtätige Zwecke. Es geht nicht darum, jeder, der zu uns kommt, dass er eine Förderung bekommt, nur weil er ein bisschen weniger Geld verdient. Ja, das sollte das nicht sein. Also für die Notfälle sozusagen. Richtig, für die Notfälle auf jeden Fall. Und eben auch, um da wirklich einfach unter die Arme greifen zu können, weil es doch da arg schwierig ist, denn diese Erfahrung habe ich bei mir in der Praxis auch sehr oft gemacht, habe dadurch auch kostenlose Heilerabende sehr viele gegeben. Ja, aber ich schaffe die ja nicht, das kann ich nicht alle alleine schaffen, nee, das ist nicht machbar und ich möchte es auch gar nicht, weil dafür sind auch genug andere noch da. Und natürlich ist es auch so für die, was die Ausbildung betrifft, das heißt für Stipendien. Die Stipendien haben wir uns das so zurechtgelegt, dass wenn so etwas unterstützt wird, erwarten wir auch einen Businessplan, sodass wirklich diese Ernsthaftigkeit dahinter steht, dass wir das sehen können. Und dann auch, sobald jemand im Berufsleben auch wieder steht, diese Förderung auch bei den Stipendien wieder zurückzahlt, in Raten. Ja, das heißt, da kann man sich vereinbaren, wie das läuft, damit eben wieder Geld zurückfließt in die Kasse. Ja, das ist dabei so vorgesehen. Bei den Forschungen, ja, da freuen wir uns natürlich auch über Spendengelder. Über die Forschung haben wir aber die Möglichkeit, Fördergelder zu beantragen, was natürlich für uns eine große Freude ist, ja, womit eben einiges auch in Gang gesetzt werden kann, aber dafür müssen wir erst gegründet sein, ja, und natürlich, das ist dafür notwendig, ne? Und langfristig wäre das Ziel jetzt auch, dass die Krankenkassen im Grunde auch solche Heilmethoden dann auch bezahlen, die es vielleicht jetzt nicht machen. Ist das auch geplant, dass die Stiftung dann in Kontakt tritt mit den Krankenkassen und sagt, pass mal auf, wir haben die und die Erfahrung in diesem Bereich und so. Und es ist eigentlich Quatsch, dass ihr diese nicht finanziert oder nicht unterstützt. Es hilft ja auch. Richtig. Also die Krankenkassen, dass diese, dass mehr Behandlungen in der Naturheilkunde übernommen werden, das wäre natürlich das wäre natürlich das Ziel überhaupt, wenn wir das schaffen würden. Es ist aber auch schon ein Ziel für mich erreicht, überhaupt in die Kommunikation mit den Krankenkassen zu treten, mit Krankenhäusern, mit Arztpraxen, Heilpraktikerpraxen natürlich vorausgesetzt, genauso auch Heilerpraxen, Ausbildungsinstitute in diesem Rahmen. Und also aber eben Krankenkassen, das wäre schon sehr, sehr wichtig, weil wir ja auch alle wissen, wenn wir mit Krankenkassen zusammenarbeiten können, können wir natürlich auch die sämtliche Behandlung oder Heilungswege können, müssen ja nicht unbedingt abgekürzt werden. Und wir entlasten. Ja, das heißt, unser Gesundheitssystem, über das wir alle immer wieder sprechen. Und so können wir uns viel besser austauschen. Wir können der Öffentlichkeit viel mehr Informationen zur Verfügung stellen, was auch gewünscht ist. Also ich werde von so vielen Seiten angesprochen. Die Nachfrage ist ja da, aber es ist bisher noch nicht dazu gekommen, dass so ein Projekt auch wirklich umgesetzt werden konnte. Ich nenne es jetzt noch Projekt, denn noch sind wir ja keine Stiftung. Wir sind zwar eine Stiftung in Gründung, aber wir sind noch keine Stiftung. Und so ein Projekt umzusetzen, das ist bisher nicht passiert und das wäre jetzt wirklich erstmalig und ich finde, es ist auch zeitgemäß. Ja. Es gibt ja die Krankenkassen, also nicht, aber Atabana, die quasi auch gerade so alternative Heilmethoden bezahlen. Habt ihr mit denen auch schon mal Gespräche geführt? Das wäre ja dann eigentlich interessant, dass man da auch mit denen zusammenarbeitet. Ja, das Gespräch haben wir jetzt gerade erst. Das ist jetzt auch eines der Krankenkassen oder sagen wir Vereine, ist ein Verein, ja, wo so jetzt die ersten Kontakte entstanden sind. Und ich denke mal, das wird auch, was das betrifft, sehr interessant werden. Da kann ich jetzt natürlich noch nichts weiteres sagen. Ist noch im Gespräch, ja. Weil wir erst gegründet sein müssten. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir eine Stiftung sind, damit eben genau diese Kontakte auch in der Öffentlichkeit stehen können.
Und auch wenn wir jetzt, wenn jetzt, sage ich mal, so ein Verband oder ein Verein, es gibt auch noch andere Verbände, die Kontakt zu mir auch aufgenommen haben. Ich sage jetzt mal, also zu dieser Stiftung in Gründung schon, aber eben besonders immer zu mir, weil ich wahrscheinlich eben natürlich auch drin lebe in diesem Ganzen, ja, damit auch so ein bisschen bekannt bin bei uns in der Region. Das heißt, die Nachfrage ist schon da. Aber es ist auch gewünscht natürlich von diesen Verbänden, dass wir auch gegründet sind, ja, damit sie sich natürlich auch damit vernetzen können und auch öffentlich besser darstellen können. Ja. Also das ist das, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen Schritt jetzt schaffen. Ja. Und mit Forschern und Entwicklern, also ich sehe hier im Flyer Magnetfeldtherapie, Kinesiologie, gibt's Dunkelfelddiagnostik, sind ein paar Stichworte. Mhm. Habt ihr jetzt im Vorfeld auch schon Gespräche mit Forschern, die sagen, ja, das ist wichtig, dass diese Stiftung kommt? Ja, wir haben Gespräche mit Forschern, wir haben Gespräche mit, sage ich mal, Firmen, die Bioresonanzgeräte herstellen, energetische, sag ich mal, Geräte für Behandlungen herstellen. Das ist sehr erwünscht, ja, also das ist sehr interessant, das habe ich nicht gedacht, dass es so leicht oder so ein großes Interesse daher besteht. Natürlich mit Forschern, mit natürlich auch mit Behandlern, das Gleiche, mit Instituten natürlich auch. Mhm. Wir haben für unsere Stiftung vorgesehen, auf unserer Internetseite auch eine Suchmaske einzurichten. Das heißt, über die man sich dann auch informieren kann, welches Institut gibt es denn, was welches denn anbietet, ja, sodass wirklich eine wirkliche Basis auch entstehen kann. Das heißt, und auch wenn es um Forschung geht, welche Möglichkeiten bestehen, also die Schritte sind da, also die Verbindungen sind da. Und eben aber diese Namen dieser Forscher, die warten da drauf. Natürlich. Seid ihr gegründet, damit sie auch einen Schutz haben. Das ist aber ganz wichtig. Also sobald wir das haben, stehen sie in den Startlöchern und sagen, okay, ihr könnt das jetzt posten. Und sind so interessante Dinge dabei, wo viele vielleicht gedacht haben, was, das wusste ich gar nicht, dass das schon erforscht wurde. Mhm. Es ist nur so, dass viele oder einige von den Wissenschaftlern, mit denen ich jetzt Kontakt habe, sie haben gesagt, in diesen Bereichen, in denen sie tätig sind, auch in bestimmten Universitäten, konnten sie es nicht veröffentlichen, weil dort kein Beistand dafür war. Mhm. Das heißt, sie haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, es dorthin weiterzutragen. Allein auf weitem Feld und können sich nicht berufen auf, da gibt es ja noch oder es wird geblockt. Und das ist bei uns natürlich eine richtige Adresse. Genau das wollen wir. Genau diese Berichte brauchen wir. Ja, das ist ja auch wichtig. Es entsteht ja dadurch auch eine gewisse Kraft und Stärke, dass man sagen kann, wir sind gemeinsam natürlich richtig stärker und man kann uns nicht mehr so leicht wegwischen. Genau. Und dadurch, dass wir natürlich da auch in der Öffentlichkeit so stehen können dann, wir sind da gemeinnützig öffentlich anerkannt. Ich weiß nicht, was es Besseres geben könnte. Ja. Das ist so offen und hat so eine gute, feste Basis. Und dadurch, dass wir so oft überprüft worden sind mit unserem Vorhaben, mit dieser Satzung, ob sie auch wirklich rüttelfest ist, sage ich jetzt mal einfach so, hat uns das im Grunde noch weitergeholfen. Dadurch haben wir gesehen, ja, was kann man da noch viel besser optimieren, ja, dass wir wirklich sagen können, wir können damit bestehen, ohne dass uns jemand sagen kann, so etwas dürft ihr nicht machen, ja. Ja, da wird man ja sozusagen dann auch geprüft und wenn man dann nicht aufgibt und sagt, okay, ich muss es im Grunde so machen, dann sind die anderen auch zufrieden. Es ist ja schon eine lobenswerte Aufgabe, denn es ist nicht einfach. Ich weiß, wie einem ganz leicht der Wind aus den Segeln genommen wird in allen Bereichen. Ne? Du kennst das sicherlich auch alles. Ich kenne das durch diese Freigabe, die ich hatte, bekommen habe. Ja. Und zum Beispiel, da ist das auch ein Thema gewesen, auch von verschiedenen Verbänden hat man versucht vorzugehen, ja, ob sowas überhaupt möglich ist, dass man sowas haben darf oder... Ja, ich bin als geistige Heilerin zum Beispiel, mit einem Arzt in einer Praxis, da habe ich das kennengelernt. Die Praxis ist auch noch in einem Ärztehaus, ja. Das ist eigentlich normal, wenn man sagen würde das unvorstellbar sein, kann man nicht so weit denken, dass das überhaupt möglich ist. Aber ich sehe, es geht, ja, es ist vielleicht
die Art und Weise und natürlich auch, ich bin nicht gegen etwas, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was können wir zusammen denn machen. Und ja, so ist das Ganze dabei auch entstanden. Ich sehe, du trägst da einen Anhänger, ist da ein Kristall drin oder was ist das? Das ist eine Blume. Eine Blume. Das sind meine Augen, ich verstehe. Ja. Okay. Blume? Okay. Eine Blume, das ist eine Blume, aber das ist ein Geschenk von meiner Tochter. Ja, denn ich habe 3 Kinder. Okay. Hat das keine besondere energetische Bedeutung für dich? Doch. Für mich schon, natürlich. Ja. Ja, das ist eine Blume. Wir haben ja auch die Blume des Lebens. Ja, die Blume, die Blüte. Wir haben unsere Chakren. Die Chakren sind Blüten. Also wenn man Energie sehen kann, wenn man Chakren sehen kann, dann weiß man, wie die geschaffen sind. Ja. Und eine Blume auf dieser Ebene hier ist sehr angenehm. Sehr schön. Das ist ja ein weites Feld. Vielleicht können wir irgendwann auch nochmal eine Sendung machen über Geistheilung, wie du das in der Praxis machst. Mhm. Jetzt geht es ja um die Stiftung und da kann man dich jetzt auch schon ansprechen. Ja. Auch im Vorfeld ist es ja wichtig natürlich, dass einfach die Kontakte entstehen, aber das Geld ist im Moment eben auch das, wo es fehlt und was wichtig ist, dass das Geld, das Gründungskapital sozusagen zusammenkommt. Das Gründungskapital natürlich gerne, wenn mehr zusammenkommt, auf jeden Fall gerne. Ja? Je mehr wir haben, je mehr können wir umsetzen. Und kann man mich natürlich gerne persönlich auch für ansprechen oder auch natürlich über unsere Geschäftsführung in Gründung der Stiftung. Ja. Und auf jeden Fall, ja. Also die Seite heißt Stiftung Heilung Gesundheit jeweils mit Bindestrich.de und info@ ist die E-Mail-Adresse, da kann man dich kontaktieren. Es ist in Braunschweig, bist du auch in Braunschweig? Ja, also ich bin mit der Stiftung und mit der Praxis in Braunschweig, ja. Okay. Genau, in der Innenstadt. Ja. Okay, es ist ein spannendes Thema und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass es sowas gibt. Das fehlt eigentlich tatsächlich, denn ich höre das ja in allen Bereichen, dass das Leute, die alternative Sachen im Gesundheitswesen machen, dass die einfach keine Lobby haben und es ist ja keine Lobby in dem Sinne, auch kein Verband, keine oder zu wenig Rückhalt und wie gesagt. Ist es schon wirklich so, dass es gehört da auch, muss ich wirklich sagen, also die Idee ist natürlich das eine, ja. Und das Vorhaben haben wir, sage ich jetzt mal, also mit meinem Geschäftsführer für die Stiftung, wir beide zusammen haben wir gesehen, das ist schon ein ganz schöner Aufwand, weil das ein völlig neues Thema ist, viele Themen zusammenkommen. Und auch wenn man von außen her viele Informationen erhält, aber es ist ja ein ganz neues, etwas ganz Neues, was da drin entsteht. Und daher ist es schon vom, sag ich mal, vom Angehen her, es gehört schon einiges dazu. Jetzt ist es aber auch so, dass ich ja, sag ich mal, durch meine Tätigkeit als geistige Heilerin kenne natürlich einige Bereiche, aber ich habe auch in anderen Bereichen war ich tätig und da kommt bei mir natürlich sehr viel zusammen. Und deshalb macht mir das auch so viel Spaß. Das heißt, also ich habe in der Forschung gearbeitet, habe dort eine Abteilung geleitet. Also ich kenne diesen ganzen Bereich Infektionen, was das alles betrifft, wenn man jetzt von der, sage ich mal, Medizin spricht, die herkömmliche Medizin, ja. Dazu, ich habe in einer großen Krankenversicherung gearbeitet. Da habe ich diesen ganzen Teil dieser Krankenversicherung kennengelernt. Und ja, andererseits habe ich nebenher auch noch Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin. Ich bin Tierheilpraktikerin, die geistige Heilung. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die hier zusammenfließen. Ja. Und das ist dieses, was mich darin auch bewegt. Das heißt eben, dieses auch wirklich zu vernetzen und dieses eben auch für, sage ich mal, die Menschen weitergeben zu können. Das Schöne darin ist, dass ich in jedem Bereich mitsprechen kann und auch weiß, was ich da sage. Wenn ich es mal nicht weiß, okay, dann bitte wir lernen oder ich informiere mich gerne. Daher weiß ich eben auch die Naturheilkunde zu schätzen. Ich weiß eben aber auch, wie auf der anderen Seite bei Impfung vorgegangen wird. Mhm. Ich weiß, wie Impfstoffe gewonnen werden. Ja. Mhm. Ich bin aber keine Wissenschaftlerin, aber ich habe in diesem Bereich war ich sehr lange tätig. Mhm. So und ja, und daher kann ich sowohl die eine als auch die andere Seite. Ich weiß aber immer auch durch die Heilpraktika-Ausbildung, durch die Zeit in der Krankenversicherung, wie ist das da überhaupt alles? Was passiert denn da? Woher kommen diese ganzen Gesetze? Wie tut sich das Ganze zusammen? Ja, ja. Und ja, und dadurch wusste ich vor einigen Jahren, da fehlt was. Wir brauchen was ganz Spezielles und eben aber was für die Menschen da ist, die so etwas auch wollen und sowas wünschen oder die das eben noch nicht wissen, die das eben auch wirklich vielleicht mal einfach sich nur erkundigen möchten. Und so kann man das ganz öffentlich machen
ohne dass man Sorge haben muss, wer weiß, wer ist denn das oder wo komme ich denn dahin, sondern das ist einfach eine ganz offene Stelle. Ja, viele Menschen suchen ja nach Alternativen. Ich glaube, es ist immer mehr Zweifel so an dem Gesundheitswesen schon, dass Operationen gemacht werden, die nicht nötig sind und so weiter, einfach zum weil Beispiel. Da Geld mit verdient Richtig. Wird. Ja. Das kriegen die Menschen ja auch mit und zweifeln, aber sie haben dann nicht so recht die Alternativen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass da eine Anlaufstelle oder eine Informationsstelle ist. Zum Beispiel bei Operationen ist es ganz wichtig. Oder ich sage jetzt mal ein Beispiel, das kann ich jetzt Mensch- oder Tierbereich nehmen, weil ich habe auch den Tierbereich. Sagen wir einfach, das Thema Impfungen ist ganz oft auch immer ein Thema. Ja, wann ist eine Impfung angebracht, wann nicht? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wenn man unsicher ist, man kann den Titer, so nennt sich das, einfach mal überprüfen lassen. Ist das überhaupt schon nötig, wieder nachzuimpfen, wenn überhaupt? Ja, oder was gibt es für Alternativen stattdessen, wenn jemand vielleicht eine so starke Impfreaktion hat, dass man sich anders eben nicht schützen kann? Und ich finde, da ist mich genau das, wo beiden Seiten geholfen ist. Aber eben auch genau denen, die sagen, ich möchte niemals eine Impfung haben, kann man sich trotzdem aber informieren, welche Alternative habe ich denn stattdessen? Ja? Nur mal um ein Thema anzusprechen, Operation, natürlich das Gleiche. Die Wirbelsäule ist so, das ist ja ein ganz, Feld, ja. ganz, aber ganz entscheidend. Ja, also, genau. Richtig. Wir haben ja hier bei Bewusst TV schon ganz viele Sendungen auch zu verschiedenen Gesundheitsthemen und ich denke, da ist ja die Vernetzung auch wichtig, dass man einfach sich zusammentut und sagt, da gibt es ja die mit der Wirbelsäule, wo du sagst, zum und da gibt es die mit den Impfungen und so weiter. Das ist also eine tolle Sache. Also diese Sendung geht darum, dass wir eben diese Stiftung wirklich bekannt machen und sagen, es wird da einfach wirklich noch Kohle gebraucht. Ja. Und ist einfach so, sonst wird das nichts. Der Rest steht im Grunde soweit alles oder entwickelt sich, aber es ist sozusagen dann abgesegnet. Würde ich sagen, natürlich, je mehr Helfer wir haben, je besser. Ja, natürlich nicht irgendwie Helfer, sondern nur natürlich mit konkreten Vorschlägen. Ja? Gerne. Und denke ich, da kann man immer jeden gebrauchen, wenn man Aktionen hat oder vielleicht auch für Ideen. Ja, das schon. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ja, es geht darum, diese finanziellen Mittel zusammentragen zu können. Ja. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass das natürlich nicht ohne Kohle geht, zumal es, wenn es eben das eine Bedingung für die Gründung der Stiftung ist, dann muss das eben erstmal erfüllt sein. Und dafür haben wir das jetzt gemacht, aber nicht nur für die Kohle, sondern es ist wichtig für uns alle eigentlich, denn wir alle wissen ja, dass da einiges im Argen ist und wir uns alle wünschen, dass es eben auch Gesundheitsbereiche gibt, wo man sich dran hinwenden kann, wenn man den großen Pharma- und medizinisch-industriellen Komplex sozusagen nicht mehr so recht traut, würde ich dass sagen, es dann Alternativen genau, dafür gibt. Ist es richtig. Dass man weiß, an wie man sich wenden kann und natürlich auch, was oft gar nicht so gesehen wird, ist auch, wenn man sagt Naturheilkunde, hier geht es darum, ganzheitlich, dass wir ganzheitlich bleiben. Das heißt, Naturheilkunde könnten wir sagen, oh ja, okay, wir arbeiten homöopathisch oder mit Akupunktur. Aber ganzheitlich heißt, ich habe den Geist, ich habe die Seele und den Körper. Ja. Und diese drei Komponenten möchte ich wirklich verbinden und dass es auch gesehen wird und dass man immer wieder eine Möglichkeit hat zu sagen, oh stimmt, ich habe immer nur gedacht, ja, so sage ich jetzt mal Beispiel, ja, mein Wirbel, der hat eine Entzündung, aber ich wäre nie drauf gekommen, dass auch eine psychische Ursache dahinter stehen kann oder eine seelische Ursache dahinter stehen kann. Also dass eben wirklich ganzheitlich die Behandlungsmöglichkeiten weitergegeben werden können und auch in Anspruch genommen werden können. Also eben nicht das eine schließt nicht das andere aus. Nein, das ist alles gehört zusammen. Wir sind im Grunde multidimensionale Wesen oder wie man das immer nennen soll. Aber du hast es genau dargestellt, dass eben Dinge, die sich im Körper ausdrücken, auch aus psychischen, seelischen Problemen herrühren können. Und das wird eben im Gesundheitswesen heute meistens Wissen vernachlässigt, obwohl gute Ärzte, die wissen auch, die sagen, guck mal doch, was liegt dir auf der Leber oder was. Das gibt es schon, aber es wird heute etabliert natürlich mehr das gefördert, wo eben auch viel Geld zu verdienen ist. Genau. Das ist natürlich richtig. Und dabei geht mir leider eben, geht die natürliche Heilung
könnte dabei verloren gehen, sage ich mal. Ich sage nicht, dass sie dabei verloren geht, denn ich habe jetzt eine andere Erfahrung, da ich sehr viele Menschen um mich herum habe, die dafür eben offen sind. Das heißt, wirklich diese Wege eben auch suchen. Ja, zum Glück eben für sich so schauen können, ja, welche Möglichkeiten noch da sind. Und dafür sollte das auch sein, natürlich, dass wir eben wissen, es kann auch leichter gehen. Sehr schön. Also vielen Dank, Birgit Massimo. Und ich wünsche der Stiftung für Heilung und Gesundheit viel Erfolg und hoffe, dass wir hier noch ein paar Menschen anregen können, da sich auch zu engagieren. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Wünsche ich mir auch für alle. Danke. Ja.